Herzlich willkommen zurück in unserer Strategiespielecke mit Stellaris. Genau. Wir haben eine Flotte, wir haben zu viel Credits und außerdem auch zu viel Mineralien. Wir müssen eine Lösung finden, und zwar brauchen wir einerseits mehr Credits, andererseits weniger Mineralien. Schwierig, weil wir haben eigentlich nur Mineralien. Wie sieht's denn hier essenstechnisch aus? Wenn ich die jetzt wegnehme, habe ich keinen mehr zum Überschuss. Bauen wir hier mal eine Hydrokultur von, damit wir ein bisschen mehr von dem Essen rauskriegen. Dann werden wir entsprechend ihn hier umsetzen, und zwar dahin oder dahin. Bin mir noch nicht sicher. Vielleicht auch hierhin, um eine Symbiose herzustellen mit dem hier, und zwar unserem planetaren Außenposten, um dann auch ein bisschen mehr Credits einzufahren. Ich habe gemerkt, dass in dem Let's Plays die Effektlautstärke irgendwie ein klein wenig zu heftig System war. Survey complete. Sie ist auch so noch eigentlich relativ laut. So, vielleicht ist es jetzt ein bisschen besser. Was geht hier eigentlich aktuell? Wir haben Probleme. Das kann man ja gar nicht anders sagen. Ich habe hier oben Möglichkeiten. Bringt mir aber auch nichts. Ich habe jetzt hier oben mein Konstruktionsschiff sitzen. Das hat jetzt hier erstmal alles gebaut. Man kann jetzt hier noch eine Bergbaustation bauen. Da müssen wir halt aber auch schon aufpassen. Ne, nee, Moment, Moment. Das Konstruktionsschiff kann als allererstes hier eine Bergbaustation bauen. Ne, Moment. Das Konstruktionsschiff soll erstmal alleine. Alter Falter, ey. Wir machen jetzt erstmal Stopp. So. Bergbaustation bauen. Ich möchte jetzt erstmal nur eine Bergbaustation hier haben, und zwar um die Credits abzusendern. Und dann gucken wir mal weiter. Was ist denn mit denen hier? Die sind im Stress mit denen hier, glaube ich. Unterlegen, dann werden die sicherlich hier bald das eingenommen haben. Construction complete. Hier müsste es jetzt soweit sein, dass er hier da ist, genau. Dann setze ich den nämlich hier hin und sage ihm, wir bauen hier ein Kraftwerk. Er ist jetzt arbeitslos. Soll sich jetzt mal nicht so anpinkeln hier. Hier negative Bilanz. Das ist noch ein Bug. Wenn man einmal die negative Bilanz ausschaltet, hat man. Da ist man bereits auf der Oberfläche von Ultans. Hat er mir von einigen wenigen Fernen abgesehen, scheint ganz gut zu funktionieren. Hervorragend. Wir haben nämlich irgendwo den Beobachtungsposten gebaut. Hier. Und jetzt versuchen wir die so ein bisschen, ja, für uns zu spielen zu lassen. Mal gucken, ob uns das gelingt. Wir haben hier eine Space Station hingebaut. Research complete. Müssen wir mal gucken. Planetare Hauptstadt. Super. Grenzklinik wäre auch ganz interessant, weil wir damit die Zufriedenheit ein bisschen steigern können. Es wäre sicherlich auch nicht verkehrt, wenn unser Konstruktionsschiff hier eine Forschungsstation baut. Denn hier ist einfach Construction eine ganze complete. Menge drin. Moment, stopp. Anhalten. Für eine Station kriegen wir hier 6. Das ist nochmal fast ein bisschen besser. So, das hier ist fertig und jetzt können wir das hier nämlich aufwerten. Und wir kriegen da eigentlich immer noch ein bisschen mehr raus, hoffe ich. Hier können wir bestimmt die planetare Hauptstadt gründen. Das werden wir auch machen. Research complete. Oh, die Weltraumtorpedos sind fertig, das ist gut.
Als nächstes die Panzertorpedos erforschen. Wir haben nämlich den richtigen passenden Wissenschaftler dafür, um das ein bisschen schneller zu erforschen. Und das wäre schon ganz angenehm. So, die Korvette, das Design löschen wir, automatisch fertigstellen, alles klar. Schaden 18 bis 32. Okay. Ja, das beide einzusetzen ist vielleicht nicht das Schlechteste. Hoffnungsbrecher, Schicksalsbrecher und Strahlenbollwerk. Ja, Schimmerbollwerk, automatisch fertigstellen, speichern. Schaden, Schaden, Schaden. So, jetzt müssen wir die nur noch aufrüsten. Das sind ja zum Glück nicht so viele, sodass das relativ schnell gehen sollte. Wenn wir die jetzt upgraden. Ja. Ships upgraded. Construction complete. Construction complete? What? Ach, die bauen ja noch das Kraftfeld. Okay. Hier kommt jetzt nochmal einer hin. Ach, das Kraftwerk wird ja hier aufgewertet, alles klar. Wenn jetzt hier nochmal einer hinkommt, dann kann der lieber auch einen Energiehub bauen. Um nochmal ein bisschen mehr rauszukriegen. Wenn wir das erforscht haben, können wir nochmal unsere ganzen Schiffe neu machen. Mann, 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 Mann. Das läuft gut hier unten. Es scheint. Wir bereits tausende Agenten. Ah, Missionsfortschritt minus 20%. Und 20% sind echt viel, wie ihr gesehen habt. Wir sind das ganz schön Stückchen zurück. Situation Log updated. Ach, jetzt muss ich auch noch den Krieg abwenden. Mann, Mann, Mann. Das hat uns richtig weit zurückgeworfen. Das ist schon kacke. Egal. Das hier ging ganz gut, wie es scheint. Hier haben wir auch bestimmt noch Dreier, oder? Nee, haben wir nicht. Dann können wir hier aber noch Dreier machen. Nee, hier können wir noch einen Dreier machen. Ich wähle vielleicht nicht die klügsten Worte. Aber egal, ihr wisst, wie ich es meine. Das ist wichtig. So, auf Trab haben wir ja hier die 13 plus 13. Das ist ganz gut. Haben wir denn hier mal einen Raumhafen gebaut? Ja, haben wir. Hier bauen wir ja jetzt auch gerade auf. Special Project complete. Boah, ey, dass sich das hier so hin und her bewegen muss, ne? Ich meine, wir könnten jetzt schon bald fertig sein, aber so eine Infiltration scheint wirklich nicht leicht zu sein. Jetzt haben wir den Salat. So, was machen wir? Hier haben wir einen Außenposten. Hier haben wir einen Außenposten. Das haben wir nur gemacht, um hier an diese Sache ranzukommen. Bei Adranel gibt es eben auch nochmal Möglichkeiten, hier was zu machen. Aber da komme ich nicht ran. Sind die hier noch im Krieg? Ja, hier mit denen. Die sind unterlegen. Könnte die auch eigentlich, warte mal. Irgendwie Rivalen von denen. Sklaverei liegt in der Botschaft. Wir könnten ja die hier eigentlich als Rivalen erklären. Die mögen uns ja eh nicht so. Dann mögen uns die ein bisschen besser. Diplomatie kann so leicht sein. Hier unten haben wir ja so ziemlich alles ausgebaut. Die sind mir ziemlich nahe gekommen. Grenzklinik, okay. Aufwerten wäre vielleicht ganz interessant. Erstmal aufwerten. Da können wir unsere Spezies aufwerten. So, hier könnten wir noch siedeln. Das ist aber sehr unwirtschaftlich. Ansonsten haben wir aber auch nicht mehr viel zum Siedeln. Das Problem ist, die kommen ja immer näher. Und die mögen mich nicht. Das ist natürlich kritisch.
Wir bauen da noch mal ein paar Schiffe. Und zwar haben wir die Möglichkeit, noch einen Zerstörer zu bauen. Nehmen wir mal den großen. Und noch mal zwei Korvetten hinterher zu schieben. Maschinenbauhalle. Bauen wir das noch? Das kommt jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu spät. Das hätte ich zuerst bauen müssen, aber. Ja, was soll's. Es ist unmöglich, wo sie übertragen. Ihr kennt mich jetzt sogar in X34 bis hoch. Wir werden dich zur Strecke bringen. Schmiedet euer boshaftes Sternreich aus dem Blut und drinnen an und unglücklichen Spezies. Nein. Und wenn ich euch zerbomben muss. Construction complete. Ich glaube, es hackt. Oh. Ein Admiral ist gestorben. Das ist nicht cool. Ja, Rekrutierungskosten sind weniger. Ach, was soll's. Mehr Höhenpunkte, das ist gut. Das wiederum ist nicht gut. Der Crafty wird hier gerade ausgerüstet. So, dann könnt ihr hier ja das mal eben machen. Da könnt ihr euch auch durch Roboter ersetzen, die vielleicht ein bisschen mehr bringen würden, aber hey. Wayne. Warte mal, hier haben wir ja relativ viel Essen, ne? Haben wir. Guck mal hier. Dann bauen wir doch hier nochmal ein Kraftwerk hin. Und hier nochmal ein Kraftwerk hin. Wir kommen auf den grünen Ast. Wir werden auf einen grünen Ast kommen, ich bin mir sehr sicher. Das braucht nur alles seine Zeit. Also man hat ja letztens gesagt, läuft doch gut oder läuft ja besser als letztes Mal. Das finde ich noch nicht ganz so. Aber abwarten. Ich bin halt sofort umzingelt und ich habe nicht sehr viele Möglichkeiten, etwas anderes zu tun, als mich hier auszubreiten. Aber auch das ist nicht so einfach, weil ich keine Orte mehr zum Siedeln habe. Research complete. So, jetzt kann ich meine Schiffe nochmal ausdesignen. Wir haben ja jetzt hier noch die anderen Sensoren mit drin. Und jetzt überschreiben wir das Ganze und sagen den hier verbessern. Ships upgraded. Das war einfach. So, eine Flotte von 1-2, das ist natürlich gut. Die gehen mir Construction auf den complete. Construction complete. Warum ist denn die? Ich brauche Verbündete. Ich brauche ganz dringend Verbündete. Die wollen nicht. Sternkarten. Wollen die nicht? Nicht Angriffspakt. Ah. Da drüben könnten wir siedeln. Eine Wüstenwelt ist da. Haben wir die Möglichkeit, hier mal eben was loszuschicken? Ich glaube nicht, ne? Aber wir können das ausbauen. Gut, machen wir. Wo ist denn Talas? Talas ist näher. Was sollen die denn sein? So. Wir nehmen unsere Hauptspezies, also unsere normale Spezies. Boah, 12. Ne? Das ist schon echt übel. Und wir uns das System. Dann können wir uns hier anschließen.
Oh, wir werden immer wieder zurückgeworfen, weil hier irgendeiner uns verrät. Hier ist auch eine Wüstenwelt, die wir besiedeln könnten. Dann könnten wir uns hier so ausbreiten noch und hoffen, dass wir hier so einen Anschluss gewinnen, nenne ich es jetzt mal. Könnten wir ja eigentlich machen. Ich glaube, jetzt der Zeit haben wir es. Dass wir sagen, wir bauen Kolonieschiffe, zwei. Und setzen uns da nieder und da nieder. Und dann haben wir Dressel, Adranel, vielleicht dann auch. Und hier oben haben wir Yinkaf. Dann können wir nämlich noch Credits erzeugen. Und dann könnte man natürlich auch entsprechend ausbauen und sagen, okay, ich nehme jetzt zum Beispiel die Construction ganzen complete. Dingens mit. Kolonieschiff. So, und wir sagen dem Kolonieschiff, er soll hier siedeln. Planet kolonisieren. Und wir setzen uns hin. Eigentlich hier. Boah, das wird kacke. Ich hoffe, wir kommen da gut durch den Raum. Ich habe jetzt keine Verteidiger. Jetzt knarzt das alles ein bisschen. Es tut mir leid. Ich muss echt mal mit Spray organisieren und mein Stativ einölen. Ja, wir haben nämlich nicht alles erforscht. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir auf Gegner treffen. Die hier werden Construction angepisst, die werden complete. angepisst und die werden angepisst. Nein, die werden alle angepisst. Aber hey. Construction complete. So muss das. Ei, Evading hostile fleet. Space-Amöben. Ja, super. Das ist Zeit für meine interstellare Flotte. Ich habe das doch deaktiviert mit der negativen Bilanz hier. Weg. Evading hostile fleet. So. Tatütata, hier sind wir. Jetzt machen wir euch platt. Und ich werde Schiffe verlieren. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Genau, 31. Ich habe eine Korvette verloren. Das ist schade. So, wir fliegen jetzt erstmal zurück. Forschungsschiff, Systemerkunden, Kolonieschiff, auch dahin fliegen. Wobei, wartet mal, wir werden erstmal dem Forschungsschiff sagen, es soll erstmal das da erkunden und dann den Rest. Weil wir es können. So, wir haben die gleich eigentlich hier eigentlich unterwandert im nächsten Monat. Oh, und schon haben wir Ultan. Versklaven. Alle Sibuklan versklaven. Alter, hast du mich gerade beleidigt? Jetzt mal ernsthaft. Wo setzen wir uns denn am besten hin? Dann haben wir da nichts, aber da rundherum. Ja, da, da. Dann haben wir 5 von 5 Planeten. Colony established. Die mögen uns eigentlich, aber die führen immer noch Krieg. Gegen die Tykan Republic. Ach, wisst ihr was? Wenn wir gleich repariert sind, fliegen wir jetzt hier hin. Und dann gehen wir auch in den Krieg. Dann sage ich, ich will das da. Und dann mache ich hier eine Dingens draus. Ja, ihr wisst schon. Krieg.
Ihr seid versklavt. Weil wir es können. Ja, wir müssen erstmal alles hier irgendwie primitive fertig machen, irgendwie. Das muss eigentlich erstmal reichen, wenn wir jetzt sagen, wir gehen hier hin. Das werden sagen, wir bauen hier ein einfaches Kraftwerk. Das muss doch funktionieren. So, der Feind meines Feindes ist auch unser Feind oder sowas. Ich sag mal Folgendes. Du bist im Arsch. Aber erst in der nächsten Folge. Leider seht ihr es jetzt nicht, wie ich ihn angreife. Es tut mir leid. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Euer Crunch gesagt. Bis dahin, haut rein. Ciao.